This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, warum man genau dann krank wird, wenn man in Urlaub geht, wenn es Wochenende ist, wo man doch jetzt eigentlich gerade jetzt an dem Moment ist, wo man sich entspannen kann, wo man loslassen kann, den ganzen Stress von der Arbeit hinter sich lässt. Wieso wird man dann genau krank? So? Und ja, es werden mit Sicherheit viele kennen, so gerade in Urlaub gegangen. Bei mir war das zum Beispiel letztes Jahr auch so. Ich bin dann nach Thailand gegangen und nach ein, zwei Tagen dann krank geworden. So. Und ja, wie ihr sicherlich schon wisst, wenn ihr andere Videos von mir gesehen habt, was Krankheit ist, so. Krankheit ist einfach nur ein Heilungsprozess vom Körper. Krankheit ist die Ausleitung, die Ausscheidung von Giften. Ich wollte auch nochmal ein Video drüber machen, warum du dich freuen kannst, wenn du krank bist. Jede Krankheit ist die Ausscheidung von Giften aus dem Körper. Wenn keine Gifte mehr im Körper sind, dann wird man nicht mehr krank. Und was in der Schulmedizin gemacht wird oder mit jeglichen Medikamenten oft, dass eine Krankheit einfach nur unterdrückt wird. Da will der Körper gerade Gifte aus der Haut ausscheiden, dann wird eine Creme drauf geschmiert, der Körper stellt die Ausscheidung von den Giften ein, weil er jetzt neue Gifte bekommt, weil die Poren da wieder verschließen und weil eben da neue Gifte sind und der Körper dann da auf der Haut nicht mehr entgiften kann. Und ja, es heißt also, jede Krankheit ist die Ausscheidung von Giften. Lest mal Arnold Ehre zum Beispiel, das Buch ist sehr informativ und es dauert sehr lange, bis alle Gifte aus dem Körper oder die gröbsten eben ausgeschieden sind. Im Prinzip entgiftet der Körper immer mal mehr, mal weniger. So. Die gröbste Entgiftung bei einer Ernährungsumstellung passiert aber in den ersten Monaten immer und dann läuft die aber immer noch weiter und dann geht es an die tieferen Prozesse. Also um mit Rohkosten einen sauberen Körper zu erlangen, braucht man 5 bis 10 Jahre mindestens. Und da muss man aber dann dabei fasten und sich auch Zeit nehmen. Zeit und Ruhe zur Heilung zu nehmen. Jedes Tier zieht sich zurück und ruht sich aus, wenn es krank ist. Und lässt es einfach durchgehen. Und man wird eben einfach krank am ersten Tag, wenn man in Urlaub geht, wenn man Wochenende ist. Der Körper weiß genau, wann er eine Heilungsphase einleiten kann, wann du Ruhe hast. Vorher, du weißt ja genau, der Verstand weiß genau, der Mensch weiß genau, hey, jetzt bin ich noch arbeiten, jetzt muss ich noch funktionieren. Ich muss noch funktionieren, jetzt 2 Tage noch reiße ich mich zusammen und dann lässt du los, du lässt gedanklich los. Du lässt von Emotionen los, du lässt den ganzen Stress von der Arbeit hinter dir und jetzt weiß der Körper, hey, er kann heilen. Jetzt hast du Zeit und Ruhe, wirklich solche Dinge zu verarbeiten und du musst gerade nicht funktionieren. Drum, man kann sich auch mit Beschäftigung ablenken und dann kommt der Körper nie zum Heilen. Und ja, der Körper fängt an zu heilen, weil du eben loslässt, weil er jetzt die Chance hat, wirklich die Gifte auszuscheiden. Weil er weiß, jetzt musst du nicht funktionieren. Und es wird eben gesteuert einfach. Durch deine Einstellung, dadurch, dass du genau deinem Körper die Signale gibst, hey, jetzt bin ich entspannt, jetzt kann ich loslassen und jetzt kann ich mich auch darum kümmern, wirklich zu heilen. Und ein anderer Vergleich ist noch so, wenn du aufs Klo musst, so. Du weißt genauso, kurz bevor du daheim bist, kannst du es plötzlich nicht mehr halten oder so. Und weil du dann schon so in Gedanken auf dem Klo hockst. So. Doofer Vergleich jetzt, aber ja, kennen bestimmt einige, dann kann man sich es vielleicht besser vorstellen. Und so ist es auch mit dem Urlaub so. Vorher muss man noch funktionieren. Und dann eben ist Wochenende und jetzt hat der Körper die Zeit und du hast die Ruhe, du... Ja, hast die Möglichkeit zu heilen. Genau. Aber deswegen ist es eben so. Eigentlich gibt es da gar nicht viel mehr zu sagen. Schaut euch mal das Video Krankheit, Heilung
Entgiftung, was diese Begriffe bedeuten, an von mir. Das könnt ihr auf dem Kanal, gebt einfach in die Suche auf dem Kanal ein, Krankheit, Heilung, und dann findet ihr das Video. Und da wird einfach erklärt, so was Krankheit überhaupt ist, was ich eben jetzt auch schon angeschnitten habe. Es ist die Ausleitung von Giften. Und deswegen, wenn der Körper die Zeit zum Heilen hat, die Ruhe, das passende Umfeld, dann leitet er diese Heilungsprozesse ein. Und wenn man nicht, wenn man zu beschäftigt ist, wenn man gerade noch funktionieren muss, dann leitet der Körper keine größeren Heilungsprozesse ein. Außer es ist schon so weit am Ende, dass du irgendwann Burnout hast und stirbst, dann zwingt er dich dazu, die Pause zu nehmen. Das macht der Burnout. Er zwingt dich jetzt mal langsam zu machen. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. So viel dazu. Ciao.